Hallo, liebe Leute! So, wie sieht's denn heute aus? Was machen wir? Ich habe eine Favoritennarbe auseinandergenommen. Und die werde ich heute reinigen. Die ganzen Teile. Ja, die werden alle sauber gemacht, alle gereinigt und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Heute also reinigen der Teile. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz so interessant. Mal gucken, wie weit wir kommen. Geht los. So, als erstes werden die Kugeln gereinigt. Guck mal, wie dreckig sie sind. Und schwupps, da sind sie sauber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Kugeln. Fangen wir mal an. Dann machen wir diesen Ring hier sauber, diesen Kugel, diesen Pressring, Einpressring. Ja, schaut mal, so viel Dreck hier. Das muss alles raus. Der ganze Schlunz hier muss raus. So sieht's aus. Kugelring. Murmeln. Die zwei Dinge haben wir schon mal. 2 von 30. Weiter geht's. Wir machen erstmal die einfachen Sachen, ne? Walzen als nächstes. Wahnsinn, die schmutzig. Ne? Ober- und Unterseite jeweils. Bei dem Walzen ganz wichtig. Dann schauen wir sie uns an. Und einmal die Seitenwand. Ja, aber die sehen gut aus. Die ist gut. Machen wir mal einen Zeitraffer. Denn wie man Teile putzt, denke ich, das wisst ihr ja. Also im Zeitraffer. Wir sehen uns gleich wieder mit hoffentlich fertig geputzten Teilen. Schauen wir mal. Ich werde euch verraten, wie lange ich gebraucht habe. Also bis gleich. Okay, liebe Leute, was wir hier sehen, ist eine Kerbe auf der Achse. Seht ihr das? Die Seite ist okay, die Seite ist abgeschliffen. Das bedeutet, die Achse läuft nicht mehr rund. Gleiche hier, richtig eingeschliffen an der Stelle. Hier noch okay und auf der Rückseite blank. Hier schon eine richtige Kante drin. Die Achse ist kaputt, die muss getauscht werden. Sowieso, der Konus, haben wir ja gesagt, ist eh kaputt. Müsste getauscht werden. Also, da kommen wir nicht drum herum, die Achse muss man tauschen. Wir nehmen die jetzt trotzdem erstmal, um zum Vergleichen. Also, da haben wir einfach ein Anschauungsmodell. Alte Narbe, neue Narbe. Die wird dann sowieso nicht mehr eingebaut. Da nehme ich dann eine andere Narbe, die wirklich top ist. Also, die baue ich dann wieder zusammen und baue die ein, verspeiche die. Aber mit der Narbe wird es jetzt nichts mehr. Na, das ist zu viel Aufwand, jetzt das alles zu ersetzen. Hier ist das Gewinn auch platt gedrückt. Also nur noch ein Anschauungsobjekt. Na, so ist es ja gedacht, jetzt eh. Da bin ich ja schon auf dem richtigen Weg. Jo, weiter geht's. Okay, hier haben wir jetzt den Bremsmantel. Den trenne ich jetzt noch. Also, dieser Bremsmantel besteht aus drei Teilen. In dem Fall sind es drei. Mann, warum stoße ich da mal gegen? Ist ja eine Katastrophe. Und zwar haben wir hier... da haben wir ihn. Okay, haben wir geschafft. Der ist hier reingesteckt. Hier. Die eine Seite ist so ein bisschen fixiert. So, jetzt haben wir es. Gott sei Dank. Also, das ist doch einer der wesentlichsten Unterschiede, um mal da schon vorzugreifen. Also, das ist der Bremsmantel. Das an und für sich ist der Bremsbelag. Nur das.
nur dieses Teil, dieses Messingblech, geriffelte Messingblech. Ja? Und hier ist noch genug drauf. Man sieht, es ist noch stabil, es ist noch dick genug. Ja, es ist, die Riefen sind noch da, die sind nicht runtergebremst. Das ist der Bremsbelag vom Bremsen, also der Bremsmantel. Und das ist der Trägermaterial des Bremsmantels. Also das ist das Teil, was den Bremsmantel aufnimmt. Früher konnte man ja nur den Bremsmantel auch tauschen. Das war dann eine relativ simple Sache. Es wurde auseinandergebaut. Also früher war das eben so, da wurden die Sachen auseinandergebaut und dann wurde der Bremsbelag getauscht. Heutzutage bekommt man gar keinen mehr. Da müsste man mal schauen. Da will ich aber auch nichts Falsches erzählen. Es kann durchaus sein, dass es was gibt, aber ich weiß es eben jetzt nicht aus dem Kopf. Also, das funktioniert wie folgt. Die drei Teile hier. Dieses Teil kommt hier rein. Da ist eine, hier ist ein Loch gebohrt in den Bremsmantel. Hier ist eine Nase. Und das ist ja klar, man steckt es hinein und presst es, die Nase in das Loch. So kann es nicht mehr verrutschen. Dann nimmt man den zweiten Teil des Bremsmantelträgerplatte. Ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich hier bei dieser Favoriten habe. Müsste mal nachschlagen, dann weiß man es. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aus welchem Grund macht man das? Aus zwei Materialien. Messing ist halt weich. Es bremst ganz gut, ne? Und es nutzt sich gut ab. Es nutzt sich eher ab als die Narbenhülse. Das ist das Entscheidende, weil man hat ja nichts davon, wenn man bremst mit hartem Stahl auf hartem Stahl und irgendwann die Narbenhülse dann durch ist, sondern es muss sich ja der Bremsmantel abbremsen. Also muss der aus einem weicheren Material sein als die Narbenhülse, als die Fläche, wo der Bremsmantel greift. Darum Messing. Und darunter als hartes Material nimmt man eben als Trägermaterial nimmt man wieder einen harten Stahl, der sich nicht so leicht verformen lässt und der die der auch eine gewisse Kühlfunktion hat mit Sicherheit, ne? Also dass sowohl das Fett, was man da reinmacht, dieses Bremsmantelfett, da gibt es spezielles Fett für, da kann man nicht irgendein Fett reinmachen, also man kann natürlich irgendein Fett reinmachen, aber es wird unheimlich heiß beim Bremsen, gerade bei einer Rücktrittbremse, und da bedarf es schon einem sehr tropffesten, hitzebeständigen Fett. Jo, das Teil 1 und 2 sind jetzt hier schon zusammen. Jetzt nehmen wir Teil 3 und versuchen den auch hier einzubauen. Wie man sieht, geht das recht gut. Also das ist schöne alte Präzision. Das funktioniert. Ja, das ist der Bremsmantel. Den schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Ich packe jetzt beiseite. Weiter geht's. So, die Narbenhülse haben wir auch. Sieht auch sehr schön aus. Wunderschönes Ding. Jetzt ist ja nicht mehr viel. Der zweiten Kugelring. Oh, hier sieht man schon Metall mit drin. Kugelringe putzen, was für ein Scheiß. Also wirklich, liebe Leute, ey, wenn ihr sowas findet, ein neu Altbestand ersetzen. Macht es nicht so wie ich hier. Tut euch das nicht an. Allerdings nur die alte Qualität. Wie gesagt, ich sag's immer wieder, die alte Qualität in Neuzustand, das wäre das Beste. Jetzt sehen wir hier nach der Reinigung, hier seht ihr, wie eingelaufen das ist hier. Hier läuft ja auch ein Kugelring auf der Fläche. Und hier, man kann es sogar hören, Berg und Tal. So muss ich das anhören. Und nicht so. Naja, gut. Also die Narbe ist komplett hin. Dennoch
Schauen wir uns das gute Stück mal an gleich. Jo, eine Stunde. Mann, ey, eine Stunde lang putzen. So eine Quatschnarbe, die eigentlich Schrott ist. So. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, okay, okay. Ich beginne. Wir haben Achsmutter, Unterlegscheibe. Dann haben wir eigentlich zwei von denen. Die Nasenscheibe. Dann haben wir den Bremsanker. Den Konus. Lager Nummer 1. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welches war. Bremsmantel. Das ist diese Einheit für die Bremse. Bremseinheit, das ist alles. Dann Sprengring, der Diode Stück oder halt Walzenkäfig, Walzen, dieser Teil, Kugeln. Vielleicht sollten wir den. Muss mal gucken, warum ich das lege. Die dahin, die dahin. Und dann sind hier oben. So. Dann ist hier noch ein Kugellager drin gewesen. Und eine Kappe. Die haben wir hier. Das alles befand sich in dieser wunderschönen Narbenhülse. Okay. Hier haben wir noch den Ring, der das Lager hält. Und dann noch die, passt alles ja nicht mehr hin, diese Abdeckplatte. Für die Narbe.